the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right, BA select. Guten Abend, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Ja, heute mit mir und Niklas. Ja, und im letzten Part haben wir versucht, eine Kettensäge einem komischen Typen abzunehmen, ja. Und das ist uns bisher nicht gelungen. Wir starten jetzt hier in diesem Upgrade Room, weil wir nochmal speichern wollten und ein bisschen was upgraden wollten. Logo. Der besorgte Typ also. Ach ja, ach Gottchen. So, wir haben nämlich schon 7100. Voll fresh. Und da würde ich sagen, erstmal Ausdauer upgraden und Leben upgraden und... alles mögliche halt. So, und so, Fitness. Maximale Sprintdauer 3 Sekunden. Das ist ja schon mal gar nichts, ne? Erstmal upgraden. 4 Sekunden, das ist auf jeden Fall schon mal was, ja? Wie teuer war das jetzt? 3000, glaube ich, oder so. Ach du Scheiße. Ja, richtig übertrieben. Das wären noch ganz Nahkampfschaden. Nicht schlecht eigentlich, oder? Ja, eigentlich nicht schlecht. Gucken wir nochmal bei Waffen. Schadenmultiplikator, Magazinkapazität hatten wir letztens schon abgegradet. Nachladegeschwindigkeit. Na, das ist ja nicht so wichtig. Ja, ich wäre mehr für Magazinkapazität oder so. Achso, guck mal, das muss man noch für die verschiedenen Waffen. Gut, meistens. Boah, also so nur Schrot. Ja, oder wollen wir vielleicht nochmal was bei der Fitness? Oder Reserve vielleicht? Qualenbolzen? Was es hier alles gibt, Alter? Also warte mal, wenn wir mal den Harpunenbolzen nehmen, was bringt mir denn die zweite Stufe? Bewirkt zusätzlichen Schaden bei... Ja. Nehmen wir doch Fitness oder... Und dann Nahkampfschaden. Weil den haben wir ja wirklich... Ja. Letzten Fall das brauchen schon wir echt. Braucht. So. Und ich glaube dann, okay, wir können noch was. Lebensanzeige ist auf jeden Fall was Wichtiges. Das machen wir auch noch. Wir gehen einfach mal voll auf die Fitness und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einiges. So. Oh, jetzt haben wir nur noch 100. Egal. Passt doch. So, ich habe offscreen übrigens mal die ganzen Typen erledigt, die dann wieder respawned sind, nachdem wir getötet wurden. Und wir haben auch schon einen Plan, wie wir unseren... guten Freund namens Fatty McFetzack umbringen können und uns die Kettensäge von dem Typ holen können. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Wir probieren es also einfach. Ja, wir hatten jetzt nämlich den Plan, oder beziehungsweise Niklas, dass der... ich habe mir ein bisschen Gedanken Falle gemacht. Also nicht in die Falle, sondern was war's? Doch, ja, eine Falle. Also wir ja, müssen Falle in die Falle. Mehr oder weniger. Also zum Beispiel, ja, wenn ihr die vorherigen Folgen gesehen habt, könnt ihr euch bestimmt noch an die Dingen zu erinnern, Stacheln, an diese Stacheln, die von oben runter kamen und so und den ganzen Kram. Und da müssen wir den Typ halt einfach reinlocken. Ja, ist eine Falle. Natürlich. Ich würde es so sagen, ja. Ich wusste gerade selbst gar nicht mehr, so, welche Falle es war. Einfach mal hier raus. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht irgendwann komplett im Arsch ist, weil ich noch im Hintergrund ein bisschen Assassin's Creed drin habe. Bis es dann angefangen hat zu laggen, egal. Achso, wir müssten ja vielleicht erstmal den Typ holen. Oder mach die doch erstmal auf. Geht das schon? Oder nee, die sind dann wieder zu. Das ist immer so. Ja, wäre ansonsten eigentlich ganz hilfreich. Guten Tag, Mr. Fettsack. Wir wollen bitte deine Kettensäge haben. Ja, das bringt uns ja nicht viel. Ja, vielleicht zum Zurückhalten oder so. Hallo? Dann sagen wir tatsächlich mal. Und... jetzt komm auf! Und... kommt der überhaupt hier rein? Hoffen wir es mal. Ja. Perfekt. Ja, genau, mach's halt. Yes. Oh, hat's Alter, funktioniert? Hat's funktioniert? Yes, es hat funktioniert. Ah! Wieso lebt der noch? Wieso lebt noch der mal, noch? Nochmal! Ja, okay, es bringt nichts. Doch, da bringt was! Wie geil ist das denn? Aber... er lebt immer noch! Nochmal! Bring ihn um! Scheiße. Okay, jetzt ist zu spät. Nein! Scheiße. Fuck, ich dachte, das hilft vielleicht. Aber war eigentlich sau die geile Idee, ne? Ja, aber guck mal, der wurde ja auch richtig umgenoppt. Das muss doch was helfen, krass, oder? Krass durchlöchert. Lol, und fuck. Dass die Dinger dann auch einfach verschwinden. Das ist unglaublich. Es laggt. Stark. Ich feiere das einfach so derbe. Ich auch, ja. Ich mag Lags einfach echt gerne. Und es geht weiter. Und es geht nochmal weiter mit Lags. Ja, Mann.
Keine Ahnung, was jetzt abgeht. Wir können dieses Let's Play nicht mehr weitermachen, wenn es so weitergeht. Ganz ehrlich. Keine Ahnung, wo uns liegt. Oder ich muss mir eine neue Grafikkarte holen. Nee, daran wird es nicht liegen. Ja, mach die Tür halt noch langsamer auf, Alter. Ich könnte ja auch mal meine ausleihen oder so. Stimmt. Meine Grafikkarte. Dann ist, wo ist ja der Typ denn? Fähig, ne? Also... Ja, ich weiß, wir versuchen das auch. Wehe, du bleibst jetzt stehen. Jetzt? Ja, ich weiß nicht, der müsste noch oben sein. Bleib doch nicht stehen, du Vollidiot! Was passiert, wenn du jetzt auf der anderen Seite... Ja, eben. Dann können wahrscheinlich auch die Dings... Probier's... Ah. Mal ziehen. Ich weiß nicht, wo der ist, wenn er runterkommt. Was? Da auch nochmal. Wieso stirbt der Wichser nicht? Achso, scheiße, das war nicht so schlau. Muss man langsam auftreten. Kletter mal da hoch. Dann hätten wir... Oder? Alter, ich bin langsam mega abgefuckt von dem Typ. Ich dachte, das funktioniert. Wieso? Warte, da kann auf den Turm kannst du jetzt nicht klettern, ne? Doch, ich denke mal schon, lol. Ja, weil da jetzt auch ein Graben ist und so. Ja, und so. Genau. Genau. Und man muss ja einfach mal sagen, dass es schon krass unlogisch ist, oder? Komm hier rein, ich will dich nochmal umnoppen. Ja, genau! Funktioniert einfach nicht! Ja, das Spiel ist ein bisschen buggy, würde ich sagen. Ja, wo ist denn der? Behindert. Ja, wo ist der denn? Hä, Leute! What? Ich steh direkt vor uns. Ich hab den überhaupt nicht gesehen, Alter, was ist passiert? Also. Ich bin langsam ein bisschen überfordert. Ich glaube, wir locken jemanden nach da hinten, weil da waren ja auch noch ein paar gefallen. Ja, dann probiert es doch einfach mal aus. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Ketten. Hm, weiß ich nicht. Mach mal untersuchen. Was heißt denn untersuchen? Ja, das ist diese Kette da. Die wir ja durchschneiden so, müssen. Ja, wo ist ja, der vielleicht Typ? Funktioniert okay, das ja, kommt. Wenn du dich direkt daneben stellst oder ja, so. Ja, ich weiß nicht. Dann kannst du ja auch. Wo ist der denn hin? Da ist er gerade eben lang gelaufen. Ist der dumm? Ist der komplett behindert? Hä, wie blöd ist der denn bitte? Wir haben sogar eine Lampe dabei. Was ein Spasti. Gucken wir mal hier. Und keine Ahnung, wo der ist. Wo ist der hin, Alter? Und schon wieder leck. Was ist mit diesem verfickten Spiel bloß los? Müssen wir echt auf niedrig spielen, um das richtig ohne Lags zu spielen, oder wie? Ich stelle jetzt einfach eiskalt die Grafikeinstellungen auf niedrig. Ja, vielleicht wird's ja besser. Aber das kann ganz ja ehrlich, Mann, das kann man doch nicht bringen, oder? So, warte. Vollbild aktiviert. Schattenqualität niedrig. Alter. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es so... Achso, es geht noch weiter. Reflexion. Ja komm, ein bisschen was muss man ja auch in Grafik haben, oder? Ohne Scheiß, was ist mit dem Spiel los? Echt unglaublich. So, wo ist der Typ? Oh, da ist er ja. Oh, fuck. Alter. Irgendwie ist warte, lock dir doch einfach mal dahin. Ja, ich warte. Ich will das nochmal Ich bin mir 100% sicher, weil sonst wäre der nicht umgefallen. Sonst wäre der nicht umgefallen, ganz ehrlich. Schwierig. Alter. Ja, Alter, weißt du, wie schwer dieses Timing einfach ist? Kannst du auch rausspringen? Nee, ne? Ja, mach die Tür auf! Meine Fresse. Hallo. Scheiße. Weil sonst wären da nicht hier diese Gucklöcher. Ja! Ich glaube, er ist tot. Ernsthaft. Er ist tot. Er ist tot. Na
Danke. Yes! Was zur Hölle? Warum hat das gerade eben die ganze Zeit nicht funktioniert? Oder müssen wir den mehrmals treffen? Ja. Oder genau perfekt? Ich weiß ja nicht. Und oh, da ist die Kettensäge. Die Erlösung, so nenne ich den Part. Oh yes. Und Glibber. Und vor allem der Typ wird uns jetzt nie wieder nerven. Ja, noch 5000, ey. 5000, ey. Oh, geil. Nice, Alter. Bei dem Volumen, was der hatte, ey. Erstmal Kontrollpunkt, hoffe ich mal. Boah, ey. Ich war gerade echt, ich war ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen. Ich dachte mir echt so, Alter. What is going on? Yo. Und? Geht nicht. Nimm die mit, Alter. Weißt du, wie nutze ich eine Kettensäge in... Ja, genau. Das ist einfach despawned. Weißt du, wie nützlich eine Kettensäge ist? Bei Zombies? Ach, da ist er ja. Geil. Officer, nehmen Sie mich mit. Detective. Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ja, genau. Jetzt läuft es auf einmal wieder runter. Und was soll das? Ach so. Oh, Kapitel 3. Das hat ja gar nicht lang gedauert. Spiel speichern, Alter. Definitiv. Das war gerade wirklich nervig. Das hat ja gar nicht lang gedauert. Vor allem, ihr müsst wissen, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört mit Bohren oder Hämmern, dass wir halt eine Zeit lang echt nicht aufnehmen konnten, weswegen auch letzten Freitag kein Part gekommen ist, weil unsere Nachbarn, also meine Nachbarn, renovieren. Und deswegen... Aber ja, irgendwann muss man ja wieder aufnehmen und deswegen sind wir jetzt einfach mal das Risiko eingegangen. Ah ja. Tja, so ist das. Aber bis jetzt hat es ja noch nicht geklopft oder so. Oder nee, bis jetzt glaube ich noch nicht. Boah, diese Textur, ne? Das war Speed. Ja. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn er nicht auch ein Zombie ist. Ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Jetzt machen wir warm hier, ja. So, jetzt folgen wir erstmal dem Typ und ich hoffe, dass hier nicht wieder weitere Vollidioten kommen, die uns jetzt hier abfacken. Aber was mache ich mir eigentlich Hoffnungen? Na, soll ich jetzt hier rein oder wie? Hallo? Ah, eine Spritze. Schön. Der Ton. Der Ton ist voll leise, ne? Ja, jetzt schon. Ja, ich hab ihn vorhin richtig weit runter... Hast du mich gerade angefasst, oder was? Was war das für ein Ton? Erstmal Audio-Einstellung hochstellen. Entschuldigung für diesen... Ja, irgendwie diese Folge geht irgendwie alles schief, ne? Ja. Hauptlautstärke aber erstmal nur auf 30 oder so. Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. So. Keine Sorge. Wer ist gemeint? Ich höre aber schon wieder die Musik von... Oh, what the heck is going on? What the fuck? Ich will nicht dahin gehen. Ich schon. Warte, ich will erstmal gucken, ob es hier irgendwas anderes gibt, was mir vielleicht noch was bringt. Ob der uns aufnimmt, das ist eine gute Frage. What the fuck? Okay, da kann ich mich verstecken. Ich schon mal gut. Keine Sorge. Onkel Doktor ist da. Ich mach mal das Mikro ein bisschen näher ran. Alter, ohne Scheiß, diese Aufnahme ist einfach... Ich bin kein Holy, what? Verlasse ich ihn. Fick dich. Hey, da... Alter, ich konnte nicht schießen. Oh, ich habe auch nicht nachgeladen. Na, nice.
Wo kommt der Wichser denn bitte her? Komm her, ich geb dir eine. Boom, Hatcher. Wie ich den weggefetzt hab. Tschüss. Erstmal verbrennen, Alter. Ich wollte hier nur mal ein bisschen nachgucken, krieg ich erstmal direkt ein... Oh, geil. Voll. Ach, die ist voll. Ach, die ist voll. Ja, genau. Ja, ich rüste die mal aus und lade mal nach. Gut geschossen. Danke. Erstmal nachladen, dann können wir nämlich das an Kram nämlich auch aufnehmen. So. Dann rüste ich wieder... Oh, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung zurechtkommen, so. Was war denn das gerade? Achso, jetzt haben wir so viel Medikit noch. Krasser Shit. Sau gut. Hier ist aber sonst nichts gewesen, oder? Ich glaube nicht. Kannst du den Doktor nehmen? Gibt's hier auch nochmal verstecken? Doch, hier ist noch was. Perfekt. Ich sehe hier nichts, ey. Durch die Softbox. Sorry, Leute. Hier geht's wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder zurück. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich denke mal, wir müssen zu dem Doktor. Hat uns da jetzt auf jeden Fall schon mal keine Leben gekostet oder so. So. Wenn du uns denn hier anmachst. Ich höre mich hier in der Nähe, diese, so ein Speicherraum. Schön. Nochmal Pistolenmunition. Aber sonst nichts. Dann müssen wir wohl doch tatsächlich zu dem Vollidiot da unten. Soll ich mal die Schrot ausrüsten? Ah ja. Der Doktor ist hier. Ja, mach mal. Sicherheits... Oh, da liegt noch was. Nice. Ja genau, ich gehe auf Nummer sicher und rüste mal die Schrot aus. Oder wir nehmen gerade die Handgranate einfach hinschmeißen. Eigentlich gar keine so dumme Idee. Ja, probier mal aus. Soll ich? Also, wir haben gerade Lag, deswegen... Alter, gerade eben der Lag. So Leute, Magnus hatte gerade die geile Idee, die Handgranate einfach hinzuschmeißen. Sollen wir das machen? Wir probieren es einfach mal. Ja, genau. Komm, ein bisschen Fun müssen wir auch haben. Hier passiert eh nichts. Oh. Na, scheiße. Zu spät. Super. Na, super. Jetzt haben wir die ausgerüstet. Doktor, nein, nicht. Ist der dumm? Valerio, ich bin's. Hä, bist du behindert? Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Ja, super. Abziehen. Boah, Alter. Ja, so delicious. Alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Wir haben auch noch diese scheiß Granate ausgerüstet. Fettes Schwein. Oh Mann, wir könnten ihm das einfach so schön... Wir könnten ihm schön so ins Gesicht stopfen. Ne, wir könnten ihm das einfach so schön die Schrot... Hätten wir direkt dem ins Gesicht drücken können. Komm her. Was? Alter, ziemlich hartnäckig, oder? Nein! Was? Stirb. Du fettes Schwein, du. Alter, wie sein Bein geknickt ist. So geil. Okay, zwei Schrot, der hat einiges ausgehalten. Was geht da ab? Was? Hä? Oder ist es jetzt Rückblende? Hä? Ja, ist Rückblende, oder? Ah, der, damit hat er sich wahrscheinlich infiziert, oder? Ja. Oh, Alter, sieht das eklig aus. Alter, es gibt keinen normalen Szenen in diesem Spiel. Alter, ist das gestört, ey. Wir sind auch hart gedamaged. Erstmal Spritze. Kann nicht ruhig sein. Ein Schlüssel. Oh, nein, bitte nicht. Müssen wir jetzt in dem Typ rumsuchen? Oh, bitte nicht. Alter, das ist ja dreckig, ey. Was muss ich jetzt drücken? Wahrscheinlich zögert er noch ein bisschen. Ja, genau. Mach einfach nichts. So. Keine Ahnung. What? Ist... Ah. Was muss sonst? Ich kann steuern, wo. Da ja, war wo waren wir jetzt? Da wahrscheinlich, oder? Da.
Ist mir eigentlich Wurst. Oh, warte, da war was. Da war gerade was, ne? Da. Hä? Leute. Ich war schon nochmal auf dem Blatt, guck da nochmal. Na, okay. Voll komisch. Egal. Boah. Lecker! Spiel ist 100-mal schlimmer als Outlast. Boah, und da noch eins. Alter, ich hätte mir erst einen Handschuh oder sowas angezogen. Ja, Alter! Was ist denn Schlüssel? Das ist die Hauptsache. Ja, ist jetzt tot oder nicht? Kann man den verbrennen? Ne. Guck mal, wie die Lampe in seinem Kopf ist. So schlau. 20:35 schon. Wollen wir einen 25-Minuten-Part machen? Ah ja, warum nicht? Warum nicht? So. Dafür ist ja letzten Freitag nichts gekommen, deswegen kommt da Sonntag was. Wohin kommt jetzt der Schlüssel? Ashley? Das kam von draußen. Ashley? Wer ist Ashley? Oder meinte er Leslie? Leslie! Und wohin müssen wir jetzt? Da. Ah, da ist die, Und da kam auch die Musik. Genau. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Das heißt, wir können jetzt einfach mal... Das ist eigentlich voll perfekt. Wir gehen jetzt einfach hier rein. Upgraden kurz. Upgraden kurz was und speichern dann. Und dann... Machen dann in alter Frische weiter. Das passt optimal. Das erste Mal, dass es in diesem Let's Play optimal passt. Ich hab's gewusst. Er hat's gewusst. Warum weißt du das immer? Ich frag mich immer so, wann versteht man dieses Spiel eigentlich? Weil bis jetzt habe ich echt noch nichts wirklich so verstanden. Ich meine, man weiß nicht, was abgeht. Hier ist etwas, ja, das Sie gebrauchen könnten. Oh, okay. Lass mich aber bitte, egal, dann halt nicht. Leertaste funktioniert also nicht. Okay. Was geht da hier? Was heißt das? Was macht die? Okay. Hier entlang bitte. Aha. Storybedingt? Willst du uns etwa vergewaltigen? Ich wusste es doch von Anfang an, du willst es, ja? Kleiner Scherz. Wo führen Sie mich hin? Sie reden nicht viel. Ich stech dich ab, nein. Oh, zeigt mir jetzt auch deswegen haben wir auch den Schlüssel bekommen. Guck mal. Uns wird der Schlüssel angezeigt. Ekelhaft. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Ja, habe ich. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Welche? Ah, ich glaube, das ist egal, welche du genommen hättest. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Ja, toll, aber ich will vielleicht alles haben. Kann ich das immer noch holen, wenn ich irgendwann später mal wiederkomme? Ich weiß nicht. Bestimmt. Hoffen wir es mal. So, wo kamen wir her? Wo lang? Ach, da. Okay, dann ist das ein ziemlich cooler Room hier. Mach mal auf. Mach auf. So. Jetzt noch upgraden und dann speichern. Mach's einfach auf, Alter. Boah. 5000, das war auf jeden Fall schon mal nice. 5800. Vor allem gut, dass wir vorher nochmal geupgradet haben. Bevor wir den Typ zerlegt haben. Ist eigentlich scheißegal gewesen, aber egal. Boah, Lebensanzeige. Lebensanzeige ist schon was Nices eigentlich, ne? Das ist schon sau teuer, ne? Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Pushen wir die mal, oder? Oder wollen wir mal ein bisschen von dem Lebens... Ja, vielleicht, wenn wir mehr so Leben stark haben. Guck mal, das kostet 5000. Das ist schon teuer. Ja, dann, und die bei Waffen? Schadensmultiplikator für die Pistole. Für die Schrot. Für die Pistole ist eigentlich am besten, weil dafür hat man eigentlich am meisten Munition. Ja. Und dann sollten wir vielleicht noch die... Okay. Wenn für die Pizzi und für die Schrotze, aber nicht für hier die Armbrust. Feuer. Ja, wir können halt keinen Schadensmultiplikator mehr machen. Zumindest bis jetzt. Außer bei der
Spanngeschwindigkeit. Ja, also gut, Reichweite wäre noch ganz cool. Aber ja. Aber selbst das, bis jetzt haben wir die ja noch kein einziges Mal gebraucht. Ja. Gucken wir, Magazin haben wir schon einmal, mindestens. Genauigkeit. Brauchen wir auch nicht. Kritisch, einfach kritisch. Ja. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Oder? Das ist gut. Okay. Dann haben wir jetzt noch 1800 übrig. Achso, ja stimmt, da können wir eigentlich theoretisch noch was machen, oder? Ja. Oder sollten wir uns die erstmal aufheben? Wir heben uns die auch nochmal auf. Ja, genau, dann speichern wir noch schnell. Speichern. Ups. Ah, nee, ich habe was versehen, glaube ich, ein neues. Egal. Ist ja Wurst. Gut. Ich glaube, die können wir auch alle löschen. Abbrechen. Den können wir löschen. Egal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Lasst ein positives Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Tschüss.